Ja, dann sage ich einmal herzlich willkommen. Herzlich willkommen zu meinem Vortrag über Cross-Kompilierung und wie man einen Windows-Installer mit gegebenen 4 Befehlen unter Linux erzeugen kann. Das ist ja wieder flottlos. Entschuldigung. Ja. Also Handys bitte alle abschalten. es geht darum, einen Windows-Installer für ein Programm zu erzeugen, das hauptsächlich unter Linux erzeugt wird. Wie macht man sowas im Großen und Ganzen? Also ich arbeite auf einer Fachhochschule, FH Ioneum. Es geht um das Programm Maxima, ein Mathematikprogramm, das wir einsetzen. Ich habe das irgendwann einmal, wir hatten früher Mathematiker im Einsatz für symbolische Berechnung. Die zentrale IT beschloss, wir wechseln auf Maple. Und ja, die Mathematiker-Lizenz war weg, die Maple-Lizenz war noch nicht da. Und in der Zeit habe ich irgendwie unserem Studiengang Mathematiker unter, also Maxima untergejubelt für symbolische Berechnung. Seitdem haben wir das zumindest zusätzlich installiert und wird auch durchaus den Studenten beigebracht. Was haben wir am Programm? Erst einmal ganz kurz, worum geht es beim Cross-Kompilieren? Wie macht man sowas im Großen und Ganzen? Dann die Motivation, warum will man eigentlich cross-kompilieren? Man hat doch eh Windows gegebenenfalls auch zur Verfügung. Dann, wie ich CMake zum cross-kompilieren und Paketieren eingesetzt habe. Am Schluss noch ein paar nützliche Tools, die man auch noch einsetzen kann und weitere Möglichkeiten, die man auch noch zur Verfügung hat. Ein paar praktische Beispiele werden dabei sein. Erst einmal, was ist ein Cross-Compiler? Üblicherweise übersetzt mein Programm cc helloworld.c und man bekommt ein Hello World Programm raus oder a.out. Das führt man aus und alles läuft perfekt. Ein Cross-Compiler macht was Ähnliches, nur es kommt kein a.out raus, sondern zum Beispiel ein Hello World Programm für Linux, sondern ein Hello World Programm für Windows zum Beispiel. Das geht auch auf anderen Maschinen, man kann cross-kompilieren für Embedded-Systeme. Mein Anwendungsfall ist jetzt, ich kompiliere unter Linux und hätte gerne ein Executable für Windows. Es können sich beim Cross-Compiler eigentlich alle Komponenten unterscheiden. Also 32, 64 Bit, das kennt man gegebenenfalls. Es gibt ja auch die Möglichkeit, jetzt irgendwie auf eine andere CPU eben, wie erwähnt, für Raspberry Pi, das steckt eine ARM-CPU drin, cross zu kompilieren. Gegebenenfalls muss die CPU nicht mehr existieren. Bei der Einführung der Itanium-Plattform, also der ersten 64-Bit-Plattform von Intel, gab es das Projekt Trillian, das hat den Linux-Kernel auf Itanium portiert, eben mittels eines Cross-Compilers. Und ja, die CPU existierte in Hardware noch nicht einmal. Das war nur ein Emulator, der quasi von Intel zur Verfügung gestellt wurde. Und ja, man kann durchaus auch cross-kompilieren für, sagen wir mal, fiktive Systeme. Wieso möchte man sowas machen? Ja, erst einmal gibt es Embedded-Systeme, die haben relativ wenig Ressourcen. So eine Raspberry Pi, vielleicht 512 MB RAM. Ja, eine durchschnittliche Entwicklermaschine hat beispielsweise 8 GB RAM oder was auch immer. Es ist einfach etwas mühsam, wenn man irgendwie relativ wenig Speicher hat. Eine SD-Karte kann man reinschieben. Man hat irgendwie die komfortablen Entwicklungsumgebungen, gegebenenfalls mit größerem Bildschirm etc. Hat man quasi sowieso am Schreibtisch stehen und man möchte das auch nutzen, um jetzt für andere Systeme zu kompilieren. Und Zeitersparnis, so eine kleine Embedded-Plattform, hat natürlich wenig CPU-Ressourcen. Ja, ich möchte die Entwicklermaschine, jetzt nicht das Netbook da, aber halt was Leistungsfähigeres verwenden, um mir Zeit beim Kompilieren zu sparen. Und eben andere Zwecke, ja, ich habe vielleicht meine gewohnte Entwicklungsumgebung auf Linux verfügbar, aber
rauskommen soll ein Windows Executable. Die Target-Plattform ist vielleicht nicht verfügbar, entweder weil die CPU nicht existiert oder weil ich halt mir die Lizenz nicht leisten will, nicht leisten kann oder was auch immer. Vielleicht habe ich auch jetzt als Zielplattform irgendeine obskure Plattform, Spark, Solaris, wo ich halt auch keine Sparkmaschine zu Hause habe. Vielleicht gibt es auch noch keinen Compiler für die Zielplattform. Kann durchaus auch vorkommen. Zu Beginn, um so ein System bootstrappen, muss man in der Regel immer, wenn man es nicht gerade in Assembler programmiert, mit Cross-Compilern starten. Und ja, auch kontinuierliche Integration, sprich, ich möchte mir jeden Entwicklungsstand immer sofort cross-compilieren. Auch da habe ich häufig auf einer Entwicklermaschine wesentlich mehr Ressourcen als auf so einem kleinen Raspberry Pi. Oder ich müsste irgendwie unter Windows irgendwie automatische, wie heißt das unter Windows? So automatische Aufgaben, so Cronjobs? Geplante Aufgaben oder sowas einrichten, ja, auch mühsam. Wie ein Cronjob einzurichten ist, weiß jeder. Ja, wie schaut so ein Cross-Compiler aus? Ich habe einfach einen speziellen Compiler und der hat in der Regel so eine Art Präfix, in meinem Fall i386, w64, mingb32, mingb ist minimal genug für Windows. Eben, man hat eine minimale Linux-Umgebung, auf, die hat quasi einfach ein paar Systemaufrufe zur Verfügung stellt, auf Windows zur Verfügung, im Gegensatz zu Sygwin, das halt wirklich eine komplette, GNU-Umgebung portiert, aber das ist wesentlich umfangreicher als MinGB. Und wie mache ich das? Ich habe das da schon angezeigt. Ich suche mir mal mein Terminal raus. Genau. Ich habe jetzt irgendwo CD01. So ein Hello World-Programm. Also jetzt in diesem Fall für C. C schaut einfach so aus. Man sollte das dann doch irgendwie am eigenen Bildschirm auch sehen, wenn man irgendwie zumindest praktische Vorführungen machen will. Also ich lösche das HelloWorld.exe mal weg. Ich habe ein einfaches HelloWorld-Programm. Wenn ich das ganz normal kompiliere, gehe cc. HelloWorld.c, ja, was kommt raus? Es kommt ein HelloWorld. Ein a.out raus. a.out. Ups. Das ist ein bekanntes Linux-Executable und kann ganz normal ausgeführt werden. Müsste Hello World rauskommen, ja. Ich habe eben einen zweiten Compiler drauf. i686. Da sieht man auch, es gibt da irgendwie etliche andere Programme, wenn ich das mit Tab erweitern lasse. Es ist nicht nur der Compiler, es ist auch zum Beispiel ein C++-Compiler dabei, C-Präprozessor dabei, ein Assembler dabei, diverse DLL-Tool, Elf-Edit, was auch immer, also ein Archiv-Strip, um die Symbole wegzubekommen. Einfach diverse Programme sind neben dem Compiler auch automatisch mit installiert worden. So, ich, ups, quit, ups. Ups, ja. W64, GCC. Passt, und halt mein HelloWorld.c. Raus kommt ein a.exe statt dem a.out. Das ist ein bekanntes Windows-Executable für MS Windows und lässt sich mit Wine hoffentlich ausführen. Müsste irgendwie, also auf dem Netbook ist alles ein bisschen zäh. Ups. Da sollte irgendwie zumindest mal Hello World irgendwie daherkommen. Ah ja, Hello World. Es ist ein Netbook und es ist irgendwie etwas mühsam. Gut. Ups.
Jetzt gehen wir wieder zurück zu den Folien. Das haben. Ja. Diese Störung passiert das zweite Mal auch und jedes Mal langsam oder ist man das erste Mal im Weinstart? Das Netbook, das ist irgendwie alt. Also wenn man das auf einer normalen Maschine macht, das ist irgendwie durchaus zackig da. Also vielleicht ist auch beim zweiten Aufruf, dass Wein halt irgendwie relativ groß ist und jetzt schon im RAM ist, das kann ich nochmal probieren. Ups, wenn ich das nochmal finde. Ja, ging ein bisschen flotter. Ja, das wollte ich nicht. Das haben wir gehabt. Ja, wenn man umfangreichere Programme hat, ich habe hier ein kleines Beispielprogramm genommen mit WX-Widgets. Ich brauche einfach die Zielbibliothek auch für Windows. Ich habe in diesem Fall ein WX-Config, das ist quasi bei WX-Widgets dabei, das gibt dann für sich aus, wo sind die Include-Files, wo sind die Header-Files. Und anstatt dem normalen WX-Config, das unter Linux auch existiert, rufe ich das Ding jetzt wieder mit einem gewissen Präfix auf. In diesem Fall i386-b64 mit GB32, wie schon gehabt. Und ich habe da hier vorne noch in place stehen, weil ich das WX-Widget jetzt gar nicht installiert habe, sondern direkt aus dem Source-Code das ganze Ding aufrufe. Und ich habe noch statisch kompiliert. Und ich zeige das gleich noch einmal. Das sieht dann folgendermaßen aus, wenn man da irgendwie in... ...03 ist das in diesem Fall... Also ich habe das Hello World von der CC oder sowas. CPP. Das ist irgendwie das Hello World Programm, was man auf der WX-Widgets Seite findet. Eben ein kurzes C++ Programm. Und es gibt eben unter Linux jetzt das Programm WX-Config. Das hat an und für sich im Wesentlichen die Optionen --libs gibt an, welche Optionen brauche ich, um das Ding dazu zu linken. Sprich, ich hätte gern irgendwie die BSRed dazu, das soll der Include-Pfad sein. Dann brauche ich diese Bibliothek und die dritte Bibliothek, um WX-Widgets-Programme zu linken. Wenn ich sage, ich gebe jetzt irgendwie an C-Flex, das sind die C-Flex, die man dem Compiler mitgeben kann, eigentlich dem Präprozessor. Ja, also bitte, keine Ahnung, die Include-Pfade eben werden angegeben. Und unter Linux kompiliere ich das ganze Ding, das Programm eben mit GCC und dann wx-config --libs --C-Flex. Und unter Windows schaut das ganze Ding ähnlich aus. Da habe ich mir das einfach. Ups. Was ist denn Compile.sh? Genau. Habe ich mir das in eine Shell geschrieben. Erst einmal, mein WX-Config liegt jetzt irgendwo da in diesem Pfad. Das stammt schon aus dem Maxima-Bild. Dann gebe ich mal aus, was wird das WX-Config da ausgeben mit Libs und C-Flex. Und anschließend nehme ich den Cross-Compiler. Ich sage, ich möchte das statisch kompilieren, das Hello World WX.exe soll rauskommen und ich rufe mein WX-Config, also das, was in der Cross-Compiling-Umgebung drin ist, auf mit --libs --C-Flex. Ups, ich lösche das Hello World WX wieder weg. Ups, ich wieder schon. Und dann rufe ich mein Compile.sh auf. Das kann ich, das ist keine Rechte. Ja,
erst gebe ich mir eben die ganzen Werte aus, und dann, die halt für die Cross-Kompilierung notwendig sind. Am Schluss rufe ich den Compiler dann auf. Dauert dann irgendwie auf dem Netbook etwas, und anschließend kommt ein Executable für Windows raus. Ich schalte da schon mal zurück. Und das Ganze geht eben auch für diverse andere Bibliotheken. Wenn Sie haben jetzt dann, es gibt so Package-Config für allgemeine Bibliotheken, SDL-Config für libSDL, also für relativ viele Programme ist eine so irgendetwas Config-Datei dabei, die eben die erforderlichen Flags für den Compiler gleich raussucht. Und da muss man einfach dann das für den Cross-Compiler verwenden. Inzwischen habe ich das Executable da schon lange hier vorhanden. Das Hello World WX.exe ist da, und da müsste dann irgendwie so ein Fenster irgendwie erscheinen, wo man halt irgendwie auf Beenden klicken kann. Also einfach ein triviales Programm, aber eben schon für Windows kompiliert. Wieder schon. Ja, was will ich machen? Ich will nicht für C, also ich will nicht, ich habe noch nichts, wollen Sie die Präsentation? Ah, voll bitte. Ich will nicht, nicht nur C++ kompilieren, ich will nicht nur WX-Widgets kompilieren, ich will Maxima, kennt das jemand? Das ist eben so ein symbolisches Mathematikprogramm, schaut an und für sich im Großen und Ganzen so aus, mit der Umgebung WX-Maxima, naja, man kann jetzt nochmal irgendwie, ups, das war 2 plus 2 ist in der Regel 4. Man kann auch durchaus andere Sachen machen, wenn ich sage, ich möchte jetzt irgendwie mit Matrizen arbeiten, ich möchte Gleichungen lösen, integrieren, differenzieren. Ja, dann mal das einmal. Das sollte dann in das Fenster aufgehen. Da mal x hoch. X der vierten, da mal x differenzieren. Müsste x der dritten, 4x hoch 3 rauskommen. Man kann Grafiken plotten, Gleichungen lösen, alles Mögliche, was halt so an Mathematik interessant sein könnte. Und das will ich eben für Windows cross-kompilieren. Der Grund ist, ja, die Entwickler arbeiten häufig unter Mac, unter Linux, wie auch im vorigen Vortrag schon jemand gesagt hat. Und Windows-Installer sind sehr sporadisch gekommen, also nicht bei jeder Version dabei. Und ich wollte das irgendwie ändern. Die Anforderungen für eine Kompilierung unter Windows laut der offiziellen Installationsanleitung: ja, MSys plus MinGB, klar, das habe ich da quasi automatisch dabei. MSys DTK, keine Ahnung, was das ist. GCL, also GNU Common Lisp, DCL DK, StarKit, DCL Kit, ImageKit, VTK, Indus Setup Knoblauch, WX Maxima, Microsoft HTML Workshop, Perl 5.8, Python, ja. Es passt gerade noch auf eine Folie herauf. Das ist an und für sich die quasi offizielle, ja, also Windows 32 Installationsanleitung. Einfach das, ja, Detailed Instructions, also das installieren, das. Viel Spaß. Es dauert. Weil das geht ja unter Windows, wie macht man das? apt-get install msys mingw msys dtk gcl, nein. Geht leider nicht. Man muss jedes einzelne Paket von der Homepage irgendwie runterladen, installieren, gegebenenfalls Lizenz abnicken, was auch immer. Mühsam. Beim Updaten
Update. Nein, schön wär's. Jedes einzelne Paket muss überprüft werden, gibt es eine aktuelle Version. Wenn man eben eine neue Maximalversion paketieren will, mühsam, ich sag's euch. Ich habe es wirklich mal probiert und habe dann irgendwie beschlossen, das muss anders gehen. Ich habe hier nochmal die Abhängigkeiten irgendwie aufgelistet. Maxima braucht eben eine List-Variante. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Ich habe C-List verwendet. Die K braucht DCL, Knoblot, VTK, das ist momentan im Windows-Installer noch nicht drin. Das ist auch für Visualisierungen, Visualization Toolkit. WX-Maxima wird in der Regel auch dazu installiert, weil man will den Windows-Usern ja irgendwie so ein Rundum-Sorglos-Paket zur Verfügung stellen. Das ist eben eine grafische Oberfläche zu Maxima. Und das benötige WX-Widgets und zusätzlich noch irgendwelche Schriften. Ja, und ich will das halt skriptbar machen. Ich will das erweiterbar machen. Ich will das unter Linux machen. Die Software soll automatisch downgeloadet werden. Das möchte ich nicht selber machen müssen. Updates, wenn eine neue Version rauskommt, sollen bitte möglichst einfach funktionieren. Und ein All-in-One-Installer soll rauskommen. Welche Möglichkeiten gibt es? Anfangen tut man mal mit einem kleinen Shell-Skript. Das wird schon langsam unübersichtlich. Ja, Perl, Python, Ruby, Lieblingsprogrammiersprache, geht natürlich auch. Also die Möglichkeiten wären vorhanden. Es gibt die Variante mit Makefiles. Da gibt es schon ein Programm namens MXE, so eine Cross-Compiling-Umgebung, wo eben Maxima jetzt zum Beispiel nicht dabei ist. Aber da hat man auch die Möglichkeit, hat man auch die Möglichkeit, Programme relativ einfach als Windows-Binary zu erzeugen. Und ich habe mich für ein Higher-Level-Bildsystem entschieden, in diesem Fall CMake. CMake ist quasi ein Aufsatz auf zum Beispiel Make, kann auch Project-Files jetzt für alles Mögliche, Visual Studio erzeugen oder was auch immer, für Xcode und der Mac. Also sehr portabel und auf diese Art und Weise kann man Programme relativ einfach kompilieren. Kennt das wer? Gut, es ist kein Einführungsvortrag in CMake, ich sag's gleich. Was will ich haben? Ich will die Quellen irgendwie als Downloads aus Versionsverwaltungssystemen automatisch bekommen. Ich will gegebenenfalls fertig kompilierte Archive, zum Beispiel die Fonts, die ich da irgendwie dazu backe, auspacken können automatisch. Übliche Software mit Configure, Make, Make, Install möchte ich behandeln können. Patches, wenn ich sie brauche, möchte ich schön einbauen können. Und ja, ich habe jetzt irgendwie noch diverse Spezialfälle dabei. Wie paketiert man das ganze Ding? Rauskommen soll nicht ein Exe, HelloWorld.exe, sondern ein Setup.exe, das ein Windows-Benutzer sehr praktisch einmal anklicken kann und der bekommt das ganze Ding mit Eintrag im Startmenü. Ja, CMake und das dazugehörige CPack bietet die Möglichkeit, Metadaten einmal anzugeben und ich binde dann irgendwie fertig komplette Archive ein. Und ich kann mir daraus den Installer bauen. Ich zeig das jetzt einmal. Beispiel CT, ups, 02 CPack. Wie schaut das Ding aus? Ich habe wieder mein HelloWorld.c, das wurde eine Datei Copying, eine README-Datei und eben zum Bauen eine CMake-Lists-Datei. Schaut im Großen und Ganzen so aus. Ich habe erst einmal, ich sage irgendwie oben, was soll mein Compiler sein, eben der Cross-Compiler, den ich verwende. Genau, da fängt das ganze Ding an. Da setze ich meine Compiler, mein Programmprojekt heißt Hello World. Ich habe ein Executable Hello World, besteht aus der Source-Datei HelloWorld.c. Ich möchte das installieren nach bin.
Und unten gebe ich dann diverse Metadaten an, wie was für eine Summary, die README-Datei, die Copying-Datei, soll vor dem Installieren gefragt werden, ob das deinstalliert werden soll und ja, was ist das Executable, was das da irgendwie eingebunden werden soll. Und als Generator nehme ich ANSYS, wenn ich das ganze Ding baue, sehe die Bild oder so. Das ist hoffentlich leer. Jetzt ist es leer. Ja, sucht erst die Compiler, sind alle vorhanden. Make baut das und paketiert und linkt es. Und dann gibt es dazu ein Make-Package. Haben wir es richtig geschreibt? Ja, das verwendet jetzt einen Installer ANSYS, Nullsoft Scriptable Install System, um daraus ein Installationspaket zu bauen, eben für Windows in diesem Fall. Ich habe ein Hello World Win32.exe generated und wenn ich mir das installiere, bekommt man eben einen netten Windows-Installer raus. Der sagt, hoppala, ja, willst du installiert werden? Ja, will ich, klar. Was? Bist du mit der Lizenz einverstanden? Bin ich, ja. Wo will ich es installiert haben? Weiter installieren. Fertig. Und dann müsste ich das da unter Einstellungen, unter Wein, Programs, Hello World. Habe ich mein Hello World Programm und ich hoffe, das hat sich das Lied noch drin. Weil ansonsten wird das nämlich gleich wieder weg sein. Ups. Ist das schon wieder weg? Also es sollte jedenfalls auf die Art und Weise sich starten lassen. Ja, wir wollen nicht Hello World kompilieren, sondern WX Maxima. Mein Gott. Sehe ich die Präsentation. Da bin ich schon zweit. Genau. Und dazu verwenden wir von CMake, also CMake kann auch Debian-Pakete, RPM-Pakete etc. bauen. Dazu verwenden wir ein spezielles Kommando, External Project Add. Das dient dazu, um externe Projekte einzubinden. Ich kann das komplette nicht wirklich vorführen, das dauert zu lang. Aber das hat eben so diverse Steps, Configure-Step, Build-Step, Install-Step, um das ganze Ding downzuladen. Den Configure-Schritt auszuführen, den Build-Step, den Install-Step. Als einfaches Beispiel würde ungefähr so ausschauen. Ich lade mir jetzt Gnuplot, das wird von Maxima benötigt, runter. Ich gebe da einfach External Project App, Gnuplot, die URL, das Download-Director, wo will ich es lokal downgeloadet haben, an. Dann die MD5-Prüfsumme. Man könnte auch SH1, SH2 verwenden, aber für diese Zwecke reicht es vorläufig. Einfach um zu sehen, ist das nicht eh schon fertig downgeloadet worden, dann kann man sich den neuen Download sparen. Ein Configure-Command, ein Build-Command, Install-Command ist in meinem Fall nicht notwendig, das ist ein fertiges ZIP-Archiv, sprich ich muss es nur auspacken und am Schluss eben, das wird da hinausgepackt nach Source Gnuplot und das soll in die Destination Gnuplot installiert werden. Ein umfangreiches Beispiel, DCL wird auch benötigt. Ja, da muss ich, also die ersten Befehle sind ähnlich. Und anschließend gebe ich an mein Configure-Command. Das ist jetzt etc. etc. DCL Win Configure. Als Host gebe ich den Windows 32 an. Soll bitte noch C Maxima Präfix Maxima Version installiert werden. Dann normalerweise das Make, Make Install. Und am Schluss wird das ganze Ding eben nach C Maxima Version installiert. Habe ich ja noch ein Beispiel dabei. Ja, Maxima hat ja eben das Problem, es ist in Lisp geschrieben, für Lisp gibt es keinen wirklichen Cross-Compiler.
Was habe ich gemacht? Ich habe C-List genommen, die Windows-Version, und habe mir einfach, was ist mein C-Lisp, und habe mir irgendwie geschrieben, so ein wine-clisp.sh, das ruft irgendwie Wine auf mit clisp.exe und dann eben den weiteren Parametern. Und das kann ich quasi angeben beim im nächsten Kommando, im nächsten Ding, beim Configure. Minus minus with clisp ist gleich, naja, da, und da gebe ich irgendwie das Directory an. Und dann das wine-clisp.sh, clisp.sh, und das ist mein Shell-Skript, das eben Wine, die Windows-Version und dann die Windows-Version von clisp aufruft. Ebenso gibt es eine Runtime, und das soll bitte wieder nach C-Maxima-Version sich installieren lassen. Und zu Beginn, ja, wenn das Configure nicht existiert, dann ruft Bootstrap auf, weil dann hat man gerade die aktuelle Git-Version in der Arbeit. Ja. Aber ich zeige das jetzt noch einmal, wie das ganze Ding dann quasi wirklich im laufenden Betrieb ausschaut. Ja, ich habe da irgendwie ein Verzeichnis, das ist jetzt inzwischen im offiziellen Maxima Cross-Compile Windows Build. Der Build ist da jetzt schon fertig, weil das dauert auf dem Netbook irgendwie länger als gedacht oder so. Aber wenn ich da quasi irgendwie cmake... aufrufe, sucht er eben diverse Libraries, hat sich die Maxima-Version rausgesucht, hat den Configure-Schritt quasi gemacht. Dann beim Make, es ist alles schon gebaut, und sonst wird das zu lang dauern. Er baut eben clisp, nucleod, maxima, tcl, etc., etc., etc. Und das Make-Package wirft dann, ich glaube, das kann ich noch machen, wirft dann am Schluss das mit ensys, das Maxima Installationspaket raus. Dauert ein bisschen. Wie gesagt, das Netbook ist nicht wirklich prädestinierter als Entwicklermaschine. Während das baut, warte mal, ich lasse das mal im Hintergrund so laufen. Dass man irgendwie sieht, was man da, das ist nicht so gut. Also ich erzähle dabei einmal, während das ganze Ding da irgendwie weitergeht, was man noch alles machen kann. Jetzt sagen wir mal, wie das ganze Ding ausschaut. Jetzt erzählen wir, was man noch so machen kann. Präsentation. Was ich hier noch mache, ist, ich gebe ein Download-Kommando an. Also ich könnte da jetzt in diesem Fall ja rsync, ich könnte auch cp-a machen und bitte das eine Directory exkludieren aus dem Source in so ein Build-Directory, weil Maxima standardmäßig keine Out-of-Source-Builds unterstützt. Deswegen kopiere ich mir den kompletten Source-Code in ein eigenes Build-Directory rein. Was kann man noch machen? Was ist noch ganz nützlich? Ich muss teilweise Exe-Files, ich muss MSI-Files entpacken. Das geht mit 7-Zip ganz gut. 7-Zip-L kann das irgendwie auflisten, was in einem Windows-MSI-File drin ist, also in einem Windows-Installer, oder mit X eben extrahieren. CAP-Extract kann auch CAP-Archive, ich glaube, das kann 7-Zip eben auch auflisten. Also extrahieren oder auflisten. 7-Zip ist wirklich so das Rundumsorgungspaket für alle möglichen Archive. Was kann man noch machen, was ich jetzt noch nicht gemacht habe? MSI-Tools, also was ich noch nicht erwähnt habe. MSI-Tools gibt es von GNOME, eben auch um MSI-Installer zu bearbeiten, nachzuschauen, was da genau drin ist, etc. Seit CMake 3.3 gibt es eine Variable, das ist für mit CMake G
gebaute Programme, Variable CMake Cross Compiling Emulator. Da könnte man eben zum Beispiel Wein angeben, um jetzt zu sagen, bitte Executables ausführen. Es gibt also ein CMake-Kommando, try run, versuche ein Programm auszuführen. Und da wird dann eben gegebenenfalls der Emulator, Wine oder was auch immer, vorgeschaltet werden. Es gibt von Microsoft auch einen Windows XML irgendwie Installer. Auch den könnte man verwenden. Das ist auch ein Open-Source-Produkt, aber ich habe eben der einfache Treiber Ansys verwendet. Und ich würde jetzt noch ganz flott den Beginn der Installation von Maxima vorzeigen und sage erst einmal schon herzlichen Dank und falls es noch Fragen gibt, stehe ich gern zur Verfügung. Ich habe das auch irgendwie gedacht, eher so als vielleicht ein Workshop, hat irgendwer ein eigenes Projekt, von dem er gern einen Windows-Installer haben möchte, dass man selbst an einem Projekt arbeitet und sagt, das wäre fein, wenn es unter Windows laufen wird und ich habe aber nur Linux als Entwicklungsmaschine. Nein? Na gut. Da läuft eben noch, ich brich das einmal ab. Einfach um zu zeigen, wie wird das CD... Also ich habe da jetzt die ganzen Programme an und für sich vorhanden. Ich nehme jetzt mal zum Beispiel das GNU-Plot weg. Das wird einfach nur extrahiert. Und zwar mache ich irgendwie Folgendes. Move GNU-Plot Präfix nach DMP. Wieder schauen und move... Download GNU-Plot. Also das GNU-Plot für Windows. 501, also 501 nach DMP. Und ruft da wieder auf CMake. Jetzt wird der GNU-Plot quasi neu bauen. GNU-Plot wird einfach als ZIP-Archiv extrahiert. Ich kann da auch sagen, irgendwie Make Help, was wird alles unterstützt? Ja, ich kann bauen DK, DCL, etc., etc., etc. Maxima, ich kann das Ganze strippen, ich kann das Ganze irgendwie den Installationsschritt machen. Ich mache jetzt nochmal Make, das sollte an und für sich, ich habe das, genau. Das erkennt jetzt, hoppala, GNU-Plot, das Binary existiert nicht mehr, holt das Ding automatisch von der Webseite, ich hoffe, ich habe jetzt eine Internetverbindung, habe ich. Das heißt, das holt das Ding automatisch von der Internet, von der GNU-Plot-Webseite. 3%, 4%, 5%. Und wenn das Ding da ist, wird das Ding automatisch entpackt und dann eben installiert. Ich habe da auch noch die Möglichkeit, wenn ich sage, ich will das dann ganze Ding updaten, sag das einmal. Das CMake-File, das habe ich geschrieben, das zeige ich jetzt gerade. Das macht eben wie bei meinem HelloWorld.exe. Zu Beginn schreibt er eben, welchen Compiler will ich verwenden. Welche CMake-Version brauche ich minimal. Dann schreibe ich mir da irgendwie, ich habe da noch irgendwie Optionen für die Git-Version von WX Maxima eingebaut. Die Programmversionen, die aktuellen. Da unten kommen dann die MD5-Prüfsummen von den Programmen, also von den Downloads. Wenn jetzt auf einmal GNU-Plot 5.02 da ist, dann ändere ich die GNU-Plot-Version 5.01 auf 5.02 und da unten die Prüfsumme. Und das ist alles, wenn ich sage, ich will das Ding bauen mit der neuen GNU-Plot-Version. Wenn ich die Prüfsumme erst einmal nicht ändere, schreibt CMake auch noch raus, ja, also beim Build-Step, die Prüfsumme stimmt nicht, diese wurde gefunden, also hat er automatisch berechnet, und die brauche ich dann nur eintragen. Also der rechnet die Prüfsumme, sagt, stimmt nicht, und ich kann die dann eintragen. Und ja, was gebe ich da irgendwie an? Aus dem configure.ac hole ich mir die Maxima-Version raus. Sag, die habe ich mit Status Maxima-Version, ist diese Version. Das sind die Download-Links. Dann suche ich mir noch irgendwie die zwei DLLs raus.
Und da wird eben zum Beispiel jetzt, das ist ja, da mal weg, Wx-Widgets gebaut. Ich kann da eben angeben, hoppala, das benötigt die Bands, habe ich da irgendwo dabei, habe ich nicht dabei. Oh, habe ich nicht dabei in der Version. Aber ich kann da quasi eben angeben, gegebenenfalls diverse Batches, das Configure-Command, das hat eben relativ viele Softwarepakete schon eingebaut. Eine libdiff ist dabei, eine zlib ist dabei, das wird praktischerweise alles mitgeliefert, dauert dann halt beim Kompilieren dementsprechend länger, aber ich bekomme da automatisch die Windows-Versionen raus. DCL habe ich schon gehabt, DK habe ich da hier nochmal, da habe ich irgendwie angegeben, die Bands und TCL, das heißt, er weiß, er muss vorher das DCL bauen, bevor er das DK bauen kann. Das ist jetzt das C-List, das wird quasi nur downgeloadet und anschließend eben werden die Windows-Installer war ein C-List da gebaut, irgendwelche Fonts, Knoblauch. Da wird das war ein C-List.sh quasi erzeugt, also aus der richtigen Version. Maxima wird gebaut, das habe ich im Großen und Ganzen eh schon gezeigt. Ich kann da eben auch, wenn mehrere Kommandos notwendig sind, ich muss hier irgendwas batchen zum Beispiel, so mit dr irgendwo Backslashes durch Slashes ersetzen, kann ich machen. Könnte ich auch einen Batch-Step machen. Am Schluss werden noch irgendwelche Windows-Help-Files installiert. Und dann eben wie Maxima gibt es die Möglichkeit, entweder die Git-Version oder die Nicht-Git-Version. Schaut relativ ähnlich aus. Ja. Ja, die Windows-Help-Files, das ist auch noch so ein Murks. Die habe ich aus dem vorhergehenden Installer genommen. Es gibt einen Microsoft-Help-Compiler, mit dem man es bauen kann. Den habe ich unter Wein noch nicht wirklich zum Laufen bekommen. Das ist ein bisschen mühsam. Es gibt aus dem Free-Pascal-Projekt auch Software, mit der man Windows-Help-Files erzeugen kann. Ich bin noch nicht dazu gekommen, aber der Plan ist, dass ich den Help-Compiler vom Free-Pascal-Projekt verwende, um die Help-Files zu erzeugen, oder den Entwicklern einrede, dass man das Windows-Help eigentlich nicht braucht, dass man stattdessen direkt auf PDFs geht oder auf HTML-Help oder was auch immer. Ja, das sind so Tech-Info. Ja, am Schluss werden die Bibliothek noch dazu installiert, die ich brauche. Und da unten habe ich dann quasi die Angaben, so Meta-Angaben. Irgendwo habe ich ein Icon gesetzt. Package-Vendor, ja, Maxima-Team etc. Die Binaries, die man hat. Ja, am Schluss werden noch irgendwelche Fonts installiert oder registriert. Und das war es im Großen und Ganzen schon. Und damit kann man eben den Installer bauen. Ich schaue jetzt mal, wie weit er da drin ist. Ja, der lädt noch niemals Knoblauch down. Also, aber wenn der eben fertig ist, wird das dann quasi als fertig entpackt werden. Ich kann das nochmal zeigen. Ich tue das Ding nochmal. Also ich schenke mir das einmal und sage jetzt irgendwie, ich will da Punkt. Und sag einmal, ich möchte jetzt die Version 863 oder so. Ja, das wird beim Download da zu lang dauern. Nee, mach mal so. Doppelpunkt Q. Knoblauch 501 nach Punkt Downloads, also ich nehme das Knoblauch Binary wieder her
Das wird dann an und für sich funktionieren. Also Mac Knoblauch. Also er erkennt, das ist irgendwie automatisch da und extrahiert das Ding nur. Und wenn ich sage jetzt irgendwie, die Version hat sich geändert, das Einzige, was ich mache, ich nehme die Version jetzt einmal, ich sage, Knoblauch, ja, hat irgendwie geformt bei der eben die 5 Prüfsumme statt ein 4er, ein 3er. Also ich verfälsche die Prüfsumme. Und dann sagt er irgendwie, er will das, nein, jetzt will er das wieder downloaden. Also er probiert es erneut downloaden und wird dann feststellen, dass die Prüfsumme halt nicht passt und mir die richtige Prüfsumme ausgeben. Ich habe gedacht, das geht schneller, aber tut mir leid. Ja, ich bin mit der Zeit, ich glaube eh schon ganz gut. Ja, weitere Fragen? Das Ding ist an und für sich relativ portabel geschrieben. Das einzige Problem ist, es ist eben in Lisp geschrieben. Aber an und für sich gibt es nur cross-kompiliert. Ja, also ich wollte nur wissen, ob Programmieren für Windows unter Linux irgendwie geht. Oder? Also an und für sich, ich habe ja das Hello World und das WX, Hello World WX gezeigt. Man programmiert das einmal in C, zum Beispiel C++. Und man kompiliert das Ding dann für Windows, einfach mit einem speziellen Compiler und ist auch schon wieder fertig. Also, wenn man keine Spezialitäten dabei hat, ich habe zum Beispiel eben WX-Widgets verwendet, also als Framework, dann hat man gar nichts zu machen. Das Ding läuft einfach, wenn man es mit dem Cross-Compiler übersetzt, auch unter Windows. Könnte man es gibt da eben. Also häufig hat man eben die Variante, dass man irgendwelche if-devs hat. Das ist im WX-Maxima-Projekt relativ häufig der Fall. Die haben if-dev, also ist das jetzt ein Mac, ist das ein Linux-System oder ist das ein Windows-System und da quasi eben die Fehler bekommt man nur raus, wenn man das Ding dann wirklich unter Windows debuggt, aber es gibt da eben bei dem Cross-Compiler gibt es auch dabei, gibt es nicht dabei, ein GDB. Also den GDB habe ich cross-kompiliert für ein Bild. Habe ich gedacht, ist jetzt da blöderweise nicht dabei. Aber suche mal. GDB. Ja, gib mal was. Ja, gibt es offensichtlich einen Cross-Debugger für Windows 32. Ich habe den jetzt hier nicht installiert und ich glaube, das wird zu lange dauern. Aber eben, man kann damit dann offensichtlich die Windows-Binaries auch quasi sich da reinhängen. Ich habe das zugegebenermaßen jetzt noch nicht selbst gemacht. Aber der Cross-Debugger ist vorhanden. Und eben unter Linux installieren sich die ganzen Pakete einfach mit apt-get install. Man muss ein wenig coden und hat dann relativ bald, wie ich das zum ersten Mal auf der Mailingliste bekannt gegeben habe, hat der Hauptentwickler gemeint, ja, er hat jetzt kein Windows-System zur Verfügung, aber es dauert länger, aber nach einer gewissen Zeit rödelt das Ding rum und am Schluss kommt wirklich ein Setup.exe raus, ja. Also er war dann irgendwie sehr erfreut, dass das Ding dann offensichtlich sich so auch bauen lässt. Wieso hat das länger gedauert? Weil das Ding DCL komplett aus dem Source kompiliert, DK aus dem Source kompiliert, WX-Widgets aus dem Source kompiliert, da dabei sind die libdiff, libbng, lib was weiß ich.
WXMaximals und Source kompiliert und alles Mögliche. Also ich habe mir überlegt, ob ich zu Beginn des Vortrags das Ding anstarte am Netbook, aber ich habe das mal probiert, das dauert am Netbook, das ist nicht mehr mitten in WX-Widgets. Also. Ja gut, aber alles bis auf maximal ist ja alles dann nur eine einmalige Sache, die unter Linux lange dauert, dann nur an. Es kommt darauf an, wenn ich sage, ich habe dann eine neue Version von WX-Widgets, ich habe eine neue Version von DCL, dann sowieso. Und in der Regel, ich sage dann irgendwie, wenn ich CMake verwende, habe ich normalerweise eben so ein Build-Directory. Das ist quasi das Maxima-Code, also das Maxima-Source-Code-Directory. Für das Cross-Compiling habe ich ein eigenes Directory gemacht und dann habe ich ein Build-Directory. Das ist in der Regel leer. Das heißt, ich kann da auch irgendwie sagen, jetzt cd Punkt, Punkt, mkdir. Bild 2, CMake, Punkt, Punkt, da ist jetzt nichts drin, nicht? Und dann rufe ich eben das Make auf und das dauert halt, das lädt nämlich eben erst die ganzen Sachen runter, also jetzt dann habe ich das im Download-Verzeichnis schon drin. Jetzt kommt wieder Knoblauch, weil ich das eben weggetan habe. Ja, und das dauert eben alles relativ lang, je nachdem, welche Maschine man hat. Aber ist richtig. Also normalerweise hat man die meisten Sachen schon parat, ja. Also wenn man direkt einen Raum tritt, dann geht es schneller. Ja, wenn man sagt, ich möchte jetzt nur die Key updaten, weil eine neue Version rausgekommen ist. Ich möchte nur Maxima updaten, weil da eben eine neue Version rausgekommen ist. Dann geht es an für sich schneller. Aber beim ersten Mal eben lädt alles down. Jetzt dann eben das Knoblauch zum Beispiel. Da habe ich vorhin die MD5-Prüfsumme geändert, ja. Und das dauert halt, aber am Schluss geht, ohne dass man irgendwas groß ändern muss, kommt der Installer raus und funktioniert dann auch. Du hast den das genommen, was das Feedback das anfällt, was der Enzyskript ist. Du hast nicht in diesem Enzyskript wenig. Wenig. Also was ich irgendwie gemacht habe, ist irgendwie, dass ich da die Fonts noch dazu installiere. Aber das ist eigentlich in CMake angegeben und irgendwas habe ich noch geändert. Ja, also ich habe zum Beispiel Services installieren und Sachen angegeben. Mhm. Ja, CMake ist jetzt nicht wirklich hundertprozentig perfekt dafür. Also das ENSYS Projekt kann wesentlich mehr als CMake selbst zur Verfügung stellt. Das schaut an und für sich so aus. Warte mal, ich zeige das Ding mal. Also ENSYS schwierig ist, die Zeit. Also es ist auch jetzt in diesem Fall nicht wirklich schwierig, weil ich gebe jetzt irgendwie an, einfach nur die, warte mal, ich gehe mal zurück zum Hello World oder so. Punkt, Punkt. Also ich habe ja da jetzt irgendwie das, da habe ich ja Verzeichnis Linux. Ja, aber ich habe jetzt eben vorhin irgendwie das Hello World Programm kompiliert, nicht? Ich habe das jetzt einmal, das Cross-Compiling-Ding weggelassen und habe da so ähnlich wie vorhin die Daten irgendwie angegeben, was ich halt irgendwie da installieren will oder so. Das schaut irgendwie relativ ähnlich aus wie vorhin. Und was ich da jetzt mache, ich mache mein Verzeichnis B. Ich tue wieder das Hello World Programm kompilieren. In diesem Fall mit einem normalen GNU-C-Compiler, also nicht dem Cross-Compiler. Make, es kommt ein Hello World raus. Wenn ich das aufrufe, kann ich das ganz normal ausführen. Und wenn ich da jetzt Make Package mache, was kommt da raus? Da kommt einerseits ein Debian-Paket raus, Hello World Linux 1.0 Linux.deb, und da weiter oben habe ich irgendwo ein ZIP generiert und irgendwo weiter oben noch ein RPM. Das heißt, bla bla, ZIP, deb,
Ja, wir haben immer nicht dabei. Haben wir dabei. Habe ich es übersehen? Jawohl, er hat das Hello World 1.0.rpm quasi auch gleich erzeugt. Und das Ding ist eine Ubuntu-Maschine. Das heißt irgendwie, ich habe mir da also auch auf Ubuntu so flott im Vorübergehen ein RPM-Paket noch erzeugt. Müsste man dann irgendwie gewesen mit den Dependencies noch schauen, dass wirklich die entsprechenden Libraries vorhanden sind, auf Fedora oder OpenSUSE oder wo auch immer. Aber an und für sich geht das quasi eben, wenn man sich das Ding anschaut, aus einmal die Metadaten angeben, wer ist der Package-Kontakt, was ist die Versionsnummer, in der Summary, in der README-Datei, etc. Und man gibt die Metadaten einmal an und kann da quasi in einem Aufwaschen mit einem Cross-Compiler NSYS-Installer auswerfen oder RPM-Pakete, Debian-Pakete. Ich glaube, es geht noch mehr. Ja, habe ich da vorhin gerade gezeigt. Das war. Also irgendwas habe ich da nämlich geändert und das schaut im Großen und Ganzen irgendwie, also was CMake jetzt quasi verwendet, da habe ich irgendwas zum Schluss geändert, schaut an für sich so aus, man kann eben diverse Variablen generieren, eben wie soll das Output-File heißen und dann gibt es eben so diverse Sections, wo man sagt jetzt, hoppala, ich habe jetzt eine Section, so init und irgendwo, keine Ahnung, da schaue ich mal nach, ist das Ding schon installiert, dann gibt es irgendwo eine Section Finish, keine Ahnung, und ich gebe da noch diverse Sachen aus, irgendwo schreibt ihm diverse Registry-Einträge, was könnte noch interessant sein, Interface-Settings. Also es ist auch eine Art eigene Programmiersprache, ja, relativ seltsam, wenn Sie mich fragen. Ja, aber es ist, ich komme da irgendwie am Schluss irgendwas geändert. Eben für die Font-Installation oder sowas, Edit Without die, um eben die Fonts, die ich dazu noch installieren will, einzubauen. Das habe ich nur dazu geschrieben, aber ansonsten im Großen und Ganzen nicht mehr viel. Also ich habe das NSYS eigentlich fast immer nur im Zusammenhang mit CPEC und CMake noch verwendet. Also selbst NSYS-Skripte geschrieben, ja, ein bisschen gebatcht, weil ich noch das mit den Fonts gebraucht habe. Aber mehr habe ich eigentlich noch nicht gebraucht. Was habe ich da noch? Warte mal, gib mal. Aber dafür ist ganz praktisch, weil man schreibt sich einmal die Metadaten zusammen und kann die Installer der Reihe nach generieren. Und muss das NSYS gar nicht, die Programmiersprache kaum selbst angreifen. Habe ich noch irgendein Beispiel dabei? Wie schaut ein Zettel aus? Ich bin eh schon fast fertig, gell? Ja, NSYS hat halt den Vorteil, es läuft nativ unter Linux. Da gibt es irgendwie ein Programm, eben Make NSYS, wenn man es halt richtig schreibt. Es gibt den Microsoft Windows XML Installer, der würde eben auch noch unter Linux laufen, soviel ich weiß, und da gäbe es auch ein Interface für CMake, wo man eben auch einmal die Metadaten angibt und die dann quasi weiterverwenden kann. Aber ich habe jetzt das ganze Cross-Kompilierungsprojekt ist irgendwie so ungefähr um die Weihnachtszeit entstanden. Und ich habe da eben dann gesagt, ja hoppala,
ich nehme einmal das Erste, was ich kenne, was ich weiß, das funktioniert. Wenn man sich das Ding da anschaut mit den Files, ich hab's. Wenn Sie eben da schauen, Maxima Windows, das war das Problem seiner Zeit, inzwischen ist eh besser. 537 gibt es eine Windows-Version, 36.0, 35 irgendwie, da gibt es zwei Versionen. 534, da habe ich dann quasi angefangen mit der mit dem Cross-Compiler, ne, und vorher war irgendwie 532.1, 532 fehlt, 533 fehlt, etc., 528, 529 fehlt, diverse Zwischenversionen noch oder so, also insofern irgendwie die sind immer 519.2 ist vorhanden, 519.1 fehlt, ja. Nein, das sind die aktuellen Downloads, die werden jetzt natürlich nicht downgeloadet, sondern jetzt werden die aktuellen downgeloadet. Also, es gibt eben noch einen zweiten Menschen, der das jetzt dann baut mit dem aktuellen, bei 536.1 habe ich das irgendwie dazu geschrieben. Als Readme-Datei. So quasi war ja des Re-Installers, ja, man braucht nur einen. Eben. Die zwei, die verwenden eine andere List-Variante, werden gebaut unter Windows. Die sind möglicherweise schneller, das weiß ich. Aber eben, es gibt auch diverse Probleme mit Antivirenprogrammen, mit dem Windows Data Execution Prevention. Und die Variante, die ich gebaut habe, die C-List-Variante, kann langsamer sein, wobei die Linux-Binaries, die offiziellen, auch C-List verwenden. Und ja, also es ist halt irgendwie cross-kompiliert. Ja. So viel dazu. Wenn es dann keine weiteren Fragen mehr gibt, dann sage ich danke für die Aufmerksamkeit. MinGW ist so, das ist eine sehr kleine Library, die an für sich dazu geliefert wird und mit der dann irgendwie Programme, die relativ portabel gleich bald einmal sind. Also, ja, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, naja, warum auch immer, ich brauche bräuchte unter Windows Visual Studio, ja, dann hätte ich wahrscheinlich bei dem Cross-Kompilieren das Problem, dass ich das nicht tue, das würde funktionieren. CMake kann eben. Ich habe es jetzt nicht drauf. Es kann MS-Build-Files generieren, es kann irgendwie Xcode, also für die Entwicklungsumgebung für Mac, da Files generieren, und es würde dann einfach da, ich rufe ja hier irgendwie CMake, make Package auf oder so, und ich würde da erst CMake aufrufen, CMake würde mir dann ein Visual Studio Projektfile erzeugen. Und ich könnte dann das mit Visual Studio bauen. Ja. Habe ich zugegebenermaßen noch selbst noch nicht probiert, aber. Den letzten Schritt muss ich unter Windows tun, weil ich wahrscheinlich Visual Studio nicht unter. Wenn man Visual Studio verwenden will, dann ja. Müsste. Ja. Kannst du irgendwie den Visual Studio Aber jetzt mit Visual Studio. Ja. Ja. CMake ist auch noch ganz nett, das macht irgendwie noch. Es ist dabei eben erstmal die Möglichkeit, wirklich für verschiedene Systeme, für verschiedene Bildsysteme Ausgaben zu erzeugen. Es ist dabei noch irgendwie C-Test, mit dem man auch automatisiert testen könnte. Es ist dabei noch C-Dash, so ein Dashboard, wo man eben die Ergebnisse eines Nightly Builds an für sich anschauen kann. Ich habe das aufgesetzt für WX Maxima.
Das ist eben in, da baue ich jetzt Nightly Builds, aber das ist halt so eine Configure Make Me, also GNU Auto Tools Variante. Und das Problem ist, ja, man sieht, hoppala, es passiert etwas, aber was da manchmal als Error ausgegeben wird, ja, ist irgendwie, na, da ist jetzt wirklich ein Error drin oder so, sind teilweise Sachen, wo man sagt, hoppala, was ist das, Error Config, was nicht deklariert in diesem Scope, keine Ahnung. Also nicht jeder Fehler, der da in C-Dash da irgendwie quasi ausgegeben wird, der wird, ist wirklich ein Fehler, weil das eben eher auf CMake zugeschnitten ist und nicht auf Configure Make, Make Install. Aber eben, man sieht da irgendwie die Builds, die man hat. Das sehe ich so jetzt nicht. Ich habe da jetzt das als mit CMake, quasi mit dem External Project Add, das Autotools-basierte, zum Beispiel WX Maxima, übersetzt. Also als Reparuntumatum. Einfach damit ich da das C-Dash, was da eben auch dazugehört, CMake, C-Dash, C-Test, C-Back etc., das ist quasi alles von Kitware, und das habe ich eben verwendet dafür. Aber eben, da sehe ich dann auch quasi, hoppala, vor 10 Stunden haben wir 13 Fehler gehabt und da haben wir irgendwie 11 Fehler gehabt. Und irgendwie, das ist eben nur im cross-kompletten Windows 32-Bild. Da hole ich mir den automatischen Git-Snapshot und kann das eben dann automatisch generieren. Eben irgendwie, keine Ahnung, also, da ist irgendwas nicht. Ja. Das dürfte ein echter Fehler sein. Ich schaue da jetzt mal irgendwie, warte mal, gehen wir da mal zurück, da waren irgendwie 50, aber da dürfte der Entwickler gerade irgendwas grob umgebaut haben. Ja, also Duplicate Message Definition, keine Ahnung. Ich mache irgendwann einmal einen Checkout, mehr oder weniger, in der Nacht, und wenn dann gerade irgendwie keine funktionsfähige, bildfähige Sache ist, wird das da quasi im Dashboard angezeigt oder so. Aber das sind eben auch Fehler jetzt bei irgendwie so es.bo, also das sind so Sprachdefinitionsdateien. Das ist jetzt kein C-Code. Offensichtlich ist da jetzt irgendwo eine Nachricht doppelt vorhanden mit verschiedenen Übersetzungen. Und das dürften dann die vielen Fehler sein, also sämtliche Übersetzungen werden da irgendwie automatisch angezeigt. Das, ja. Sind nicht alles C-Fehler, was da vorhanden sind, sondern eben hauptsächlich von irgendwelchen von Message-Format zum Beispiel. Das wird jetzt verwendet, um die aus den PO-Files, MO-Files zu machen oder so. Und das wird da eben auch als Fehler angezeigt, ja. Ja, dann sage ich danke für die Aufmerksamkeit und ich hoffe, es war einigermaßen interessant.